Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in der Grundschule unterwegs und auf der Suche weiterhin nach Cheryl und wir stehen hier vor einem ja, knackigen Rätsel. Würde ich einfach mal sagen, ich nehme es jetzt halt direkt nach der letzten Folge auf. Ich habe noch nicht geguckt, irgendwie nach Hinweisen oder so, aber es muss hier irgendwas mit dem Gedicht zu tun haben. So, also. Zuerst flog der gierige Pelikan. Erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatterten. Also die erste Taste ist definitiv eine weiße. Wir haben es ja auch schon in der letzten Folge. Ja. Also wir haben es rausgefunden, schon so ein fünf Zeichen haben wir schon gehabt. Gut, dann, also wir haben den Pelikan. Der ist weiß. Okay. Dann der Rabe. Wartet mal, was? Da war doch noch was mit einer Taube, oder? Wartet mal. Genau. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit sie konnte. Aha. Stille Taube. Und flog weiter als der Pelikan, so weit sie konnte. Das heißt, die Taube muss weiter weg sein vom Pelikan. Das heißt, der erste Ton ist der Pelikan, der zweite Ton ist die Taube, das heißt, die muss irgendwie weiter rechts sein, aber das ist alles ein bisschen kryptisch. Gut, dann kommt ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube. Okay, das heißt, der Rabe ist höher als die Taube. Der Rabe ist schwarz. Okay. Das heißt, wir haben beim Raben haben wir die Taste über der Taube. Frage ich mich jetzt, welche Taste die Taube ist. Ne? Ein Schwan gleitet heran. Schwan ist wieder weiß, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Die Taube. In der Nähe von der Taube. Ach Gott. Also wir brauchen einmal eine weiße Taste für den Pelikan. Dann brauchen wir eine Taste weit weg. Die Taube. Moment mal, das schreibe ich mir gerade mal auf. Pelikan weit weg. Taube. Dann haben wir den Raben, der die schwarze Taste dann über der Taube ist. So, dann haben wir einen Schwan, der gleich bei der Taube ist. Links oder rechts wahrscheinlich. Was haben wir noch? Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, das ist wieder schwarz, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Ah, okay, also die Krähe kommt überhaupt nicht weit. Das heißt, die Krähe muss ja vor dem Pelikan eigentlich sein. Ne? Weil der Pelikan, der gierige Pelikan, weiße Flügel flatternd, ja. Die Krähe, die hat schnell zum Stehen kommt, ja. Okay. Das heißt, die Krähe ist dann links neben dem Pelikan eine schwarze Taste. Okay. Das heißt, gucken uns das jetzt hier nochmal an. Welche Taste ist die erste? Das hier oder was? Nee. Das hier? Ah, nee, Moment. Moment. Pelikan und Taube sind ganz weit weg. Klingt die? Die klingt. Okay. Das heißt,
Klingt die? Nee, die klingt nicht. Okay. Dann haben wir eigentlich das und dann ganz rechts der Rabe drüber. Nee. Scheiße. Wartet mal. So, probieren wir das nochmal. Der Pelikan. Dann probieren wir mal hier die Taube. Nee. Geht auch nicht. Das ist die, dann ist das hier. Nee. Weit weg. Die kann man tausendmal drücken, aber das öffnet sich nicht. Okay. Das ist merkwürdig. Gucken wir uns das nochmal an. Das ist ein knackiges Rätsel gerade, ne? Zuerst flog der begierige Pelikan. Er picht auf eine Belohnung, weiße Flügel flatternd. Okay. Dann kam die stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Okay. Dann der Rabe ist ja in der Nähe von der Taube und der Schwan neben der Taube. Und dann die Krähe, die gar nichts macht. Okay. Das heißt, ich denke mal, dass das von links nach rechts geht mit der Weite der Flügel. Und dass die Krähe, dass die hier ist. Ne? Weil sie hat halt ja wenig Antrieb. So. Dann ist das doch so. Nee, geht auch nicht. Machen wir das vielleicht. Nee, das geht so auch nicht. Okay, hier. Dann hier. Okay, wir haben's gleich. Dann hier. Und die Krähe. Nee, das ist es nicht. Dann ist es hier gar nicht die Taube. Sondern das hier ist dann die Taube. Nee, also ganz rechts ist es auf keinen Fall. Okay, dann hier. Auch nicht. Okay, dann hier. Dann links und dann hier. Nee. Wartet mal, mach das nochmal. Das war gar nicht mal so verkehrt. Dann hier. Dann hier. Verdammt. Die geht direkt kaputt, ne? Die funktioniert. Okay. Okay, also die geht. Nee. Die geht. Und die geht. Und die beiden. Und die drei in der Mitte. Okay, das heißt die, das, das und das. Und die drei in der Mitte. Okay. Dann haben wir die Taube. Verdammt, das ist ganz schön komplex. Dann haben wir hier. Und hier. Und hier. Und hier. Hä, wie funktioniert denn das? Den muss ich jetzt gerade aber echt mal. Das geht gar nicht irgendwie. So. Da muss ich vielleicht tatsächlich nochmal, ja, mich umgucken. Tatsächlich, wie das jetzt hier funktioniert. Oder wartet mal.
Lass mich mal kurz nachdenken. Oh Gott, wir hängen jetzt schon 10 Minuten an diesem Rätsel dran. Verdammt. So. Moment. Wir probieren mal Folgendes aus. Wir probieren jetzt mal Folgendes aus. Wir probieren mal die nicht tönenden Tasten zu versuchen. Also die Taube ist ja dann hier. Ja, okay. Wir probieren mal die nicht tönenden. Okay, das heißt, wir hatten ja den, was war das? Wartet mal. Den. Die Krähe war das? Ne, die Krähe war ganz links. Aber wir hatten auf jeden Fall einen hier. Dann hatten wir einen neben der Taube. Was war jetzt nochmal die Taube? Das war hier. Und die Krähe. Oh mein Gott! Wie geil! Oh mein Gott, ich war kurz davor, in den Guide zu gucken. Meine Güte. Boah. Wow, geiles Rätsel. Was? Auf einigen Tasten ist Blut. Boah, geiles Rätsel. Also da muss man. Das war jetzt nur ein Hinweis aufs Blaue irgendwie, ne? Ein Versuch ins Blaue. Dass man da die Tasten nehmen muss, die nicht klingen. Ja, das habe ich mir irgendwie ge. Ja, das habe ich mir am Ende gedacht, aber. Ja, krass. Und was ist hier runtergefallen? Ein Silbermedaillon. Jawohl. Das heißt, das können wir in die Uhr einsetzen, um dann da weiterzukommen. Okay, ich würde vorschlagen, wir laufen auch direkt runter. Die Gegner hier werde ich nicht machen. Nein, 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 ihr könnt ruhig da versauern. So. Ja, geil, Freunde. Das heißt, wir haben dieses Rätsel tatsächlich. Das habe ich mit meinem eingerosteten Gehirn noch lösen können. Und ja, da bin ich stolz drauf tatsächlich, dass ich das mal ausprobiert habe mit den nicht klingenden Tasten und der Reihenfolge. Und ja. Meine Güte, also das hat uns jetzt wirklich 10 Minuten gefressen hier, ey. So. Oh nein, wo bin ich hier hingegangen? Wartet mal, wo sind wir hier überhaupt? Völlig falsch. Ich bin komplett. Hä? Wartet mal. Ah, nein, wir waren richtig. Wir müssen an den Dingern nur vorbei. Okay, dann schieße ich halt. Okay, lauf! Und dreht es kaputt. Dreht es kaputt! Okay, lauf! Um Gottes Willen. Nee, der trifft halt manchmal nicht. Das ist das Blöde hier. So. Und kaputt treten. So. Danke. Drecksviecher. Drecksviecher, die fressen meine ganze Munition. Okay. So. Dann gucken wir jetzt mal an diesem Uhrenturm hier. Und zwar hier. Freunde. Da können wir doch dieses. Der silberne Mond, genau. Da können wir doch dieses Silbermedaillon einsetzen. Und dann schauen wir mal, ob sich die Uhr jetzt öffnet. Ein silberner Mond. Und die Musik ändert sich. Oh Gott. Wisst ihr was, Freunde? Da die Musik jetzt hier so abgehen wird, würde ich sagen, gehen wir erstmal speichern, würde ich sagen. Man kann doch hier irgendwo speichern, oder? Wo kann man hier nochmal speichern, verdammt? Ich würde so gerne speichern. Lass mich speichern. War das nicht hier im Eingang, wo man speichern kann? War nicht hier eine. Scheiße, wo war der Speicherpunkt? Ich will es speichern. Aber gut, nee.
Okay. Freunde, ist egal, ich mache jetzt genau hier. Zack. Ein Quicksave. Weil ich den Speicherpunkt nicht mehr finde. Und genau. Dann untersuchen wir jetzt diesen Glockenturm. Oh, Himmelswillen. Die Turmtür ist abgeschlossen, wie? Die Zeiger sind auf 5 Uhr stehen geblieben. Ach, okay. Das heißt, eine Sache müssen wir doch machen. Was denn noch? 5 Uhr? Wartet mal. 5 Uhr? Was warten das jetzt nochmal? 5 Uhr, wartet mal. Dann, geh nochmal hier rein, bitte. Und guck dir mal den Hinweis für die 5 Uhr an. 10 Uhr. Okay. Alchemielabor, das haben wir ja beim letzten Mal schon gemacht. 5 Uhr. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Ah, Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Oh Gott. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Können wir noch runter? Ah, guck mal. Wir können da rechts noch nach unten. Ja, okay. Dann gehen wir da mal nach rechts. Pack die Kamera hinter dich. Nach rechts und dann nach unten. Da waren wir noch. Wie ist abgeschlossen? Da kommen wir aber hin, oder? Wir müssen einmal außen rum. Ja. Okay, dann probieren wir das halt mal. Lauf einfach durch, wenn hier irgendwas ist. So. So, kommen wir hier rein. Abgeschlossen, verdammt. Dann gehen wir hier rein in die Hall. Schloss. Nee. Das heißt, der Weg da hinten hin. Ach. Wartet mal. Ach, guckt mal, ja. Guckt mal, da unten ist noch was. Was wir noch. Boiler Room, okay. Das hört sich mir verdammt nach heiß Hitze an. Okay, das heißt, wir müssen aber dann. Ja. Wir müssen oben rum. Ja, super, das heißt, wir müssen hier wieder komplett zurück, oder was? Nee, wir können doch innen herlaufen. Wir können innen herlaufen, ja, sehr gut. Dann stapfen wir mal nach oben, liebe Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Silent Hill. Wie sind wir hier richtig? Ah, wir sind ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit. In die Klos möchte ich hier nicht mehr. Da warten doch eh nur Gegner auf uns. So, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Wartet mal. Ja, doch. Doch, doch, doch. Ist okay. Wir sind halt einmal außen. Ah, nee. Stopp. Mann, diese Schule ist total verwirrend. Ich bin voll dran vorbeigerannt. Diese Schule ist verwirrend. So, dann hier komplett durch. Boah, wie diese Kamera hin und her schwingt, ne? Ah, guck mal, hier können wir doch. Nee, hier geht's nicht runter. Das heißt, wir müssen oben rum. Okay. Einmal oben rum, dann nach rechts. Pack die Kamera bitte hinter dich. Und dann am Ende nach links. So. Und dann geradeaus durch. Na, natürlich müssen hier Gegner sein. Nee, kein Bock. Ich laufe an denen vorbei. So. So, da sind sie nämlich wieder resettet und die treffen mich. Warum treffen die mich? So. Lauf einfach. Ich habe keinen Bock auf die, wirklich. Ich habe keine Lust, meine ganze Munition hier an denen zu verschwenden. So, und dann hier rechts. Ha! Genau. Okay, wie geht's uns? Orange, das ist noch okay. Okay, denken wir hier runter. Und dann müssten wir jetzt eigentlich. Hier sind noch mehr Gegner, aber ich renne einfach an denen vorbei. Ich möchte Munition sparen. So, schaut mal, jetzt sind wir nämlich hier. Im Keller. Ha! Im Keller, Freunde, okay. Haben wir hier Munition oder sowas?
Friend in Need wieder. Das ist bestimmt wieder zu, ne? Nichts drin, ja. Okay. Schauen wir uns die... Ach, toll. Schloss klemmt. Der Boilerraum, der muss aber auf sein. Ja, der ist auf. Okay. Was haben wir denn hier? Sie scheint kaputt zu sein. Aber hier muss doch irgendetwas... Ah, hier, guck mal. Da ist ein Schalter. Wollen Sie den Schalter betätigen? Lass erstmal. Ich guck mich erstmal hier um. Ob es hier irgendwas noch gibt. Ja, vier so Dinger. Das Ventil ist fest zugedreht. Es lässt sich nicht drehen. Ich weiß nicht, wozu es dient. Es hat nicht anrühren. Ja, kannst du hier? Notice. Da ist eine Notice für dich. Okay. Dann würde ich vorschlagen, mach einfach mal an. So. Okay, es wird lauter. Oh nein. Was habe ich da wieder gehört? Verdammt nochmal, was habe ich da gehört? Wir müssen hier irgendwas tun, auf jeden Fall. Besser nicht anrühren. Besser nicht anrühren, besser nicht anrühren. Das letzte macht er gar nicht, okay. Wir haben auf jeden Fall irgendwas angemacht. Der Heizkessel arbeitet. Kann man hier nicht rein? Okay, wir haben den Heizkessel angemacht. Okay. Was auch immer. Na, wisst ihr was? Scheiß Kampfposition. Eine scheiß Kampfposition. So. Was war das jetzt nochmal mit dem... Mit dem Rätsel da? Wartet mal. So. Boilerraum. Ja. Okay. Boah, ich will hier raus aus dieser Schule. Die macht mir irgendwie richtig Angst. So, das heißt, wir müssen wieder komplett komplett einmal durch. Ich würde jetzt nämlich gerne nochmal bei dieser Uhr gucken. Ne, ob wir da jetzt irgendwas haben hier. Bei der Uhr. So, dann einmal geradeaus durch und dann müsste hier rechts eine Treppe sein. Warum ist hier eine Tür? Ja, ist richtig, ist richtig. So, dann hier rechts eine Treppe. Vielleicht ist auf dem Dach geht das jetzt auf. Vielleicht geht es jetzt auf dem Dach auf. Nein. Okay, schade. Gut, Freunde, dann gehen wir mal wieder runter in den ersten Bereich. Beziehungsweise ins Erdgeschoss. Und gucken uns nochmal den Hinweis da an. So. Quer durchstapfen hier. Wir laufen wieder dran vorbei. Das ist ganz toll. Hier. Genau. So. Das war doch der hier. So. 12 Uhr. Nee, das war der Musikraum. Das war hier. Genau, 5 Uhr. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür... Ah! Die Tür der Zeit öffnen. Das heißt, wir können die Tür der Zeit... Ist eine Uhrentür, nehme ich an. Gut, dann sollte die Tür ja jetzt aufgehen, theoretisch. Und sie geht auf, oh mein Gott. Um Himmels Willen. Oh Gott. Hier geht's... Ach du Scheiße. Wo geht's hier hin? Ach du Scheiße. Boah, wo bin ich hier? Ich habe keine Landkarte. Boah, ich krieg gerade Panik. Keep out. Boah.
Keep out. Oh Gott. Bitte. Lasst mich einfach in Ruhe. Eine Katze. Where am I? Hä? Hä? Have I been here before? I don't remember this being here before. Hä? Wie jetzt? Hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was ist denn jetzt los? Wir sind wieder zurückgegangen? Ach du Scheiße. Und die Musik geht hier ganz schön ab. Wow. Um Himmels Willen? Abgeschlossen. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, sorry. Was ist denn jetzt hier los? Hier können wir rein. Ah! Oh, um Himmels Willen. Wow. Okay. Aua, jetzt lass mich doch. Lass mich doch in Ruhe, verdammt nochmal. Dass sie mich auch immer treffen müssen. Mach den kaputt, verdammt nochmal. Ja, die Schule sieht eklig aus. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal, wie das jetzt hier aussieht. Ah. Total, Blut verschmiert überall, um Himmels Willen. Oh Gott, wir sind rot. Wir müssen uns heilen, Leute. Haben 13 Schuss mit der Muni. Okay, das ist interessant. Sind wir irgendwie in einer anderen Zeit? Oder was ist das hier? Warum ist die Schule jetzt zu so einem Horror-Ding hier geworden? Ach du Scheiße, was ist... Alter Schwede, okay. Haben hier auf jeden Fall Munition und eine Heilung. Wow. Und das ist ein Lüfter. Was? Ein gewaltiger Ventilator dreht sich. Wenn ich unvorsichtig näher herangehe, werde ich vielleicht hineingesaugt. Ja, dann geh mal raus da. Aber da hängt doch irgendwas. Sind das hier vielleicht Todikum oder so? Alter Falter. Wartet mal. Oh, die Kamera hinter dich. Da hängt doch irgendwas dran. Ach du Scheiße, guck mal dahinter. Was ist denn das schon wieder? Oh Gott, ey. Oh Mann, das ist so übel. Puh. Da ist nix. Okay. Wir können in den Storage Room. Mal gucken, was hier ist. Ich hoffe, keine Gegner, ey. Keine Gegner, aber was ist das denn? Was ist das hier? Was? Eine kopflose Puppe ist an der Wand befestigt. Leute, ihr seid krank. Da ist ein Gummiball. Wofür man auch immer einen Gummiball braucht. Leute, das ist Psycho, was ihr hier macht. Es ist krank. So. Abgeschlossen. Boah, ist das ekelhaft hier. Ich will wieder in die normale Schule. Das war so gemütlich auf der normalen Schule. Gucken wir nochmal hier rein. Da sind natürlich wieder Gegner. Hey, was ist das denn? Neue Gegner? Neue Gegner. Okay. So kleine Käfer. Hier ist die Halle. Aber gibt's denn hier irgendwas für uns? Da gibt's nichts für uns. Nur kleine Käferchen. Das ist völlig sinnlos, dass wir hier sind. Wartet mal. Dann raus hier. Ja, wie widerlich. Alter Schwede. Gut, Freunde.
Wir sind am Folgenende angekommen. Ich bin auch froh, dass ihr macht mich gerade fertig. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wie es hier in dieser abnormalen Schule weitergeht, ist immer der wichtigste Fall. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.